Danke, Rainer. Also, herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Erfolgreiche Digitalisierung, kundennah und profitabel. Wir sehen das Thema Digitalisierung, was ja nach wie vor ein ganz wichtiges Thema ist in Deutschland. Und wir haben so ein paar Ansatzpunkte, ein paar wichtige Tipps, wie man das denn eigentlich erfolgreich durchführen kann. Ganz kurz über mich. Ich bin einer der Gründer und jetzt CEO der Future Lab. Wir sind seit 17 Jahren inzwischen unterwegs auf dem Gebiet von Kundenstrategie, Kundenstimme, Customer Experience Management, alles, was mit Kunde zu tun hat, halt. Wir sind inzwischen Teil der Infinite CX Gruppe. Ganz kurz die Zusammenfassung. Das macht man ja eigentlich ganz gerne am Anfang einer Präsentation. Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Das ist vielleicht das Wichtigste, weil zu oft wird es doch noch als solches angesehen. Für viele Unternehmen geht es jetzt ums Ganze. Covid-19 hat den Markt wirklich verändert und es sind die Firmen, die schon einen Digitalisierungsvorsprung hatten, die als Gewinner rauskommen. Der Rest muss jetzt aktiv werden, sonst geht es schief. Dabei ist es ganz wichtig, dass wenn Sie automatisieren und wenn Sie digitalisieren, dass Sie dabei nicht den Kunden aus dem Auge verlieren, sondern sonst verlieren Sie tatsächlich Ihre Kunden. Und wie sorgen wir dafür? Indem Sie mit Ihren Kunden und mit Ihren Mitarbeitern reden, um herauszufinden, wie Sie richtig und wie Sie das Richtige digitalisieren. Und dabei gehen wir aus von den Prinzipien reduzieren von Prozessen und Initiativen da, wo es dem Kunden egal ist. Optimieren von Prozessen, bevor wir sie digitalisieren und fokussieren auf das, was funktioniert und das digital umsetzen, also dass wir nicht verlieren, was uns im Augenblick gut und stark macht gegenüber unseren Kunden. Also, die Digitalisierung beschleunigt und von einem halbwegs internationalen Ausgangspunkt wie meinen gesehen, muss ich auch sagen, zum Glück. Endlich, weil Deutschland hat da immer noch ein bisschen Aufholbedarf. Und was sehen wir im Augenblick? Wir sehen einerseits pragmatische Planer, die sagen, wir haben das ja so geplant, wir machen es einfach jetzt. Wir sehen die gestressten Sprinter. Uiuiuiui, unser Markt hat sich geändert, 2020. Wir müssen jetzt handeln. Das ist zum Beispiel jeder Retailer der Welt. Oder wir sehen die, die Covid katapultiert wurden. Und die feststellen, wenn wir jetzt nicht was machen, wenn wir jetzt nicht richtig digitalisieren, ist es vorbei. Ende der Fahnenstange. Der Punkt ist, dass die Kunden, und das hier sind eigentlich Zahlen schon von vor Covid, die Kunden erwarten, dass sie jederzeit und überall und kostenlos mit ihnen kommunizieren können. Und sie erwarten, dass es ein Selbstbedienungs-Kundenbetreuungsportal gibt. Es muss besser, es muss schneller, es muss billiger. Und wie gesagt, das war auch schon vor Covid so. Jetzt ist es nur noch viel stärker geworden. Denn es hat in allen Bereichen, in allen Ländern die Digitalisierung eigentlich, wir benennen es die Covid-Abrissbirne. Wir sind von 0 auf 100 gegangen, weil wir müssen alle zu Hause arbeiten, wir können nicht in die Geschäfte. Es geht nicht anders. Gut, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Aber wir sehen, dass das halt auch, und das sind Zahlen schon nur aus dem Juli 2020, inzwischen ist es wahrscheinlich noch viel weiter. Credit für McKinsey, das ist hier irgendwie runtergefallen, sorry. Wir werden gezwungen, ganz schnell zu digitalisieren. Und wer nicht dabei ist, verliert. Immer mehr Firmen stellen fest, dass Wettbewerber aus einer anderen Branche, aus einer Digitalbranche in ihren Markt drängen, ob das jetzt Amazon ist oder auf viel kleinerem Niveau, dass auch Wettbewerber aus ganz anderen Branchen plötzlich in ihren Markt vordringen oder eben aus der eigenen Branche, dass die Wettbewerber, die schon früher digitalisiert hatten, ihnen voraus sind. Und gerade das ist natürlich der stärkste Punkt, wo die gezwungene Digitalisierung stattfand, 2020. Die Firmen, die das schon gemacht hatten, hatten einen Vorteil. Und Jeff Bezos sagt es halt sehr einfach, es gibt einfach keine Alternative.
Diejenigen, die sich nicht anpassen, werden scheitern. Ja, was heißt das denn? Was heißt, wenn wir das jetzt alles versuchen? Was, wenn wir scheitern bei unseren eigenen Versuchen, da was zu machen? Und das Schockierende ist, das, was wir sehen, und gerade für mich, der schon 17 Jahre dabei ist, im Augenblick wird die Kundenerfahrung überall schlechter, nicht besser. Während wir zugleich immer stärkere Kundenerwartungen haben. Weil die Kunden sind inzwischen gewöhnt, mit lauter Tools zu arbeiten, die es vor 10 Jahren noch gar nicht gab. Vor 10 Jahren gab es noch kein iPad, es gab kein Uber, Instagram, Netflix, WhatsApp oder Covid-Schnelltests. Aber Deliveroo, na Google gab es natürlich schon, aber die verschiedenen Teilbereiche von Google noch nicht. Amazon Prime gab es nicht vor 10 Jahren. Also der Kunde hat immer neue Erwartungen. Und zugleich haben wir gesehen, ich habe gesucht, ich habe noch keine Vergleichswerte aus Deutschland gefunden, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die gleichwertig sind, dass die Kundenzufriedenheit 2020 wirklich in den Abgrund gegangen ist, weil die meisten Firmen überhaupt nicht bereit waren für die geänderten Marktsituationen. Gut, das kann man den Firmen nicht unbedingt übel nehmen. Es hat uns alle überrascht, aber es das heißt schon, wir müssen neu andenken, wie wir unsere Kundenerfahrung optimieren. Und dabei ist Digitalisierung halt das wichtigste Tool. Das läuft einfach nicht rund. Finden Sie es frustrierend, dass Sie sich selber immer wieder wiederholen müssen über verschiedene Kanäle? 87% sagt ja. Hat diese Frustration auch dazu geführt, dass Sie in Frage stellen, ob Sie noch weiter Geschäfte machen mit dieser Firma? Ja, sagt 73%. Es kostet uns Business. Haben Sie während der Pandemie digitale Interaktionen gehabt, die besser waren, als Sie erwartet hatten? 65% sagt nein. Wir haben keine einzige Interaktion gehabt, die besser war, als wir erwartet hatten. Das ist doch ein sehr trauriges Zeugnis. Und was wir sehen, ist, dass schon auch wieder vor der Pandemie 1 von 5 Digitalisierungsprojekte nur erfolgreich war. Also 80% aller Digitalisierungsprojekte ist gescheitert. Die Situation ist jetzt natürlich noch viel bedrohlicher, weil wir plötzlich ganz schnell alles Mögliche machen mussten. Und das führt eben auch dazu, dass diese Kundenzufriedenheit so absackt, weil wir Projekte schlecht konzipiert, schlecht vorbereitet, schlecht durchdacht, schnell durchgeführt haben. Und da stellt sich manchmal die Frage, ob man es dann nicht besser hätte lassen sollen. Und dazu ein ganz großes Problem ist, ich würde mich normalerweise nicht trauen, in einem Webinar diese Worte zu nutzen, aber der Thorsten Dirks, der Ex-CEO von der Telefonica, hat es ja schon für mich gemacht. Wenn wir einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben wir einen digitalen Scheißprozess. Und das ist leider, was in den meisten Firmen noch zu oft passiert, dass wir blind das, was im heutigen operativen Geschäft läuft, blind rübersetzen in eine digitale Version. Weil wir damit denken, Geld sparen zu können, weil wir denken, damit Prozesse ersetzen zu können, während die Realität etwas anders ist. Und das größte Problem ist, dass wir einen kompletten Mismatch sehen zwischen, was Kunden wichtig finden, und was die Firmen denken, dass die Kunden wichtig finden. Die Executives denken, dass ein besseres Gefühl der Kontrolle wichtig ist für Kunden. Und die Kunden sagen, nee, wir wollen einfach nur Zeit sparen. Es soll für uns besser sein. Es soll angenehmer sein, mehr convenient, schnellere Ergebnisse. Und wir sehen, dass kein einziges der Top-Themen der Kunden kommt in den Top-Themen der Firmen wieder zurück. Also kann ich nur feststellen, dass anscheinend niemand auf seine Kunden hört. Und das ist eigentlich auch das Hauptthema, was wir hier einbringen wollen. Bevor ihr anfangt, redet doch mit euren Kunden. Denn erfolgreiche Digitalisierung fängt in der realen Welt an. Es fängt nicht an mit einer Technologie. Es fängt an mit Menschen. Und wir sind absolute Believer, wenn es das Digitale angeht. Ich habe meine erste eigene Digitalagentur Anfang 95 gegründet.
Ich war immer ein Evangelist. Aber zugleich geht es darum, wie können wir das Digitale und das Menschliche zusammenbringen? Wenn wir nur digital denken, das Menschliche aus den Augen verlieren, verlieren wir auch den Kunden aus dem Auge. Denn im Endeffekt, unser menschliches Hirn ist, ja, sagen wir mal, etwa 2 Millionen Jahre alt in seiner heutigen Prägung. Und Technologie ist gerade erst so eine Sekunde vor 12 damit reingekommen. Unsere Gehirne sind auf menschliche Interaktion eingestellt, nicht auf reine Technologie. Also, was ist unser Prinzip? Redet, stellt den Menschen in die Mitte. Und dieser Mensch ist der Kunde, aber auch der Mitarbeiter. Viele Firmen machen vielleicht eins von beiden, aber meistens nicht beides. Redet mit den Kunden, redet mit den Mitarbeitern. Und was meinen wir damit genau? Erstens, reden Sie mit den Kunden. Natürlich, wir brauchen, das evangelisieren wir ja immer. Hoppla, da habe ich einen Fehler mit einer Ikone, sorry dafür. Sorgt, dass ihr ein Kundenstimmenprogramm habt. Sorgt, dass ihr immer abholt, durchgehend. Was finden die Kunden wichtig? Was gefällt ihnen nicht? Was würde sie dafür überzeugen, ein Empfehler zu werden? Nicht, weil es unbedingt darum geht, ob sie tatsächlich empfehlen, sondern weil uns das hilft zu verstehen, was wichtig ist für die Kunden. Und das können wir machen, indem wir ihnen kurze, schnelle Fragen stellen, wenn sie auf unsere Website kommen, wenn sie im Store sind, wenn wir sie am Telefon haben. Und auch einfach, wenn es einen Anruf gegeben hat, wenn es einen Verkaufsbesuch gegeben hat, aufschreiben, was haben wir gelernt über diesen Kunden. Und ich weiß, dass sofort ein paar Leute die Hand heben werden und sagen, DSGVO ist alles okay. Wir haben das ausgearbeitet mit Spezialisten, ist alles möglich. Wir können das festlegen, um unsere Kunden besser bedienen zu können. Aber reden Sie auch mit Ihren Mitarbeitern. Liebe Mitarbeiter, liebe Contact Center Agents oder auch sonst wo, Backoffice, wer auch immer. Was findet ihr denn, wie die Prozesse laufen? Wie einfach ist es für euch, die Kundinnen gut zu bedienen? Und die Kennzahlen, die KPIs, die wir im Augenblick benutzen, helfen die euch? Helfen die euch, die Kunden besser zu bedienen? Oder stehen sie im Wege? Welche Verbesserungsmöglichkeiten seht ihr? Und natürlich auf Basis dessen schauen wir dann auf die existierenden Systeme und Prozesse. Inwiefern unterstützen die im Augenblick denn tatsächlich die Mitarbeiter, und helfen sie den Kunden mit einer besseren Erfahrung? Welche der heutigen KPIs helfen, welche schädigen? Ein unqualifiziertes Average Handling Time ist ein schädigendes KPI. Das kostet die Organisation Geld, weil sie zu einem falschen Verhalten von Agenten führt und unzufriedenen Kunden. Und auf Basis dessen alles können wir dann schauen, wie wir Digitalisierungsprojekte priorisieren, damit sie besser unterstützen, damit auch eventuell weniger Kosten und zufriedenere Kunden am Ende bringen statt unzufriedenere Kunden. Und das beste Digitalisierungsprojekt, das am meisten geldsparende Digitalisierungsprojekt der Welt, wenn es dazu führt, dass wir mehr Umsatz verlieren, als wir eingespart haben, ja, dann ist es kein gutes Projekt. Und das fängt eigentlich ganz einfach an. Fragt die Kunden kurze praktische Fragen online, im Chat, im Gespräch. Wir haben es bei einem Automotive Contact Center wirklich die Frage gestellt am Anfang: Hey, Sie haben eine Beschwerde, die wahrscheinlich zu einer Gutschrift führt. Möchten Sie das sofort gelöst haben oder kann es ein paar Tage warten? Und Leute sagen 50-50, nö, ich will das jetzt sofort hinter mir haben, dann ist es abgetan. Oder sagen, nee, wissen Sie was, wenn das vielleicht eine bessere Gutschrift bringt, ich kann auch ein paar Wochen warten. Aber gut, wir reden spezifisch über Digitalisierung und auch hier gilt, redet mit den Kunden, um rauszufinden, was können wir reduzieren, was brauchen wir nicht mehr zu machen, weil es den Kunden egal ist. Und es wird sie überraschen, was die Kunden eigentlich alles nicht wichtig finden. Zweitens, wie gesagt, Optimieren von Prozessen. Und drittens, das, was heute funktioniert, rüberbringen ins Digitale. Ich bringe mal einfach ein paar Beispiele. Wenn es um Reduzieren geht, wann haben Sie sich zum letzten Mal gefragt, warum machen wir das eigentlich?
Warum haben wir diesen KPI? Warum haben wir diesen Prozess? Fügt der irgendwas hinzu? Eigentlich ist das, was im Kern ja auch Lean bedeutet. Alles, was dem Kunden keinen Wert bringt, was keine Kundenwertschöpfung unterstützt, sollte weggelassen werden. Und da haben wir so Klassiker, wo es Prozesse gibt. Das war bei einem unserer Telekom-Kunden, wo der AHT-Vorgabe im Call auf 5 Minuten war. Und das wurde so eingestellt, dass der Chat mit einem Kunden auch nach 5 Minuten einfach zack beendet wurde, weil jemand da einen Prozess blind mit rübergenommen hat. Es ist ein Unfugsprozess, ein Unfugs-KPI, vor allem im Chat, weil der Chat ist ja asynchron. Also schaut hin, welche Prozesse ihr habt, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Oder im Automotive Contact Center sagen wir das mal, das Vier-Augen-Prinzip. Keine E-Mail geht raus, ohne dass ein Manager drauf geschaut hat. Wozu führt das? Dass der Mitarbeiter denkt, ja, warum soll ich mich noch meine Rechtschreibung kümmern, wenn sowieso noch jemand anders das alles korrigiert? Und eigentlich ist es ein unglaubliches, das war ein Contact Center, wo die meisten Agenten eine Bachelor- oder Höherausbildung hatten. Es ist natürlich völlig irrsinnig, diese wie unausgebildete Affen zu behandeln. Und wenn man sie wie Affen behandelt, dann benehmen sie sich auch wie Affen. Und ein schönes Beispiel auf der guten Seite, KPIs im Customer Assistance Center, haben wir einfach mal die Belegschaft, also die Agenten, gebeten, setzt euch mal zusammen und sagt mal, welche KPIs passen nicht, welche können wir weglassen, welche helfen niemandem im Augenblick. Das war auch gegenüber der Belegschaft ein tolles Signal. Hey, wir wollen hier wirklich was im Positiven ändern. Optimieren. Wann haben Sie sich zum letzten Mal gefragt, was wollen wir eigentlich erreichen? Was versuchen wir hier zu managen und wie versuchen wir hier etwas Positives zu erreichen? Und das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Wir haben viel mit Telcos gearbeitet. Von der Telco, die haben mir ganz stolz präsentiert, hey, wir haben so ein tolles Projekt. Wir haben einen personalisierten Video, den wir jedem Kunden schicken, wenn er seine erste Rechnung erhält. Weil in diesem personalisierten Video wird erklärt, warum sieht die Rechnung aus, wie sie aussieht, warum haben wir drei Zahlen hinterm Komma, warum ist die Rechnung höher als er erwartet. Da habe ich gesagt, das ist eine tolle Technologie, aber doch eigentlich. Sorry, völlig hirnverbrannt, dass ihr überhaupt ein Video braucht, um eure Rechnungen zu erklären. Da haben wir mal nebeneinander gelegt, andere Telcos, die Rechnungen hatten, die so einfach waren, im Printout, dass niemand das zu erklären brauchte. Und das ist ein schönes Beispiel von, versuchen wir hier ein Konzept einfach rüberzubringen ins Digitale oder können wir das vielleicht mal neu andenken? Oder eine Bank, das war jetzt nicht die Postbank, das ist einfach nur eine Illustration, wo gesagt wurde, ja, wir brauchen mehr Agenten im Contact Center und wir müssen einen Chat einstellen und einen Chatbot, weil wir sehen, dass unglaublich viele Leute anrufen, wenn sie ein Konto eröffnet haben, weil das Passwort, was sie im Brief kriegen, das kriegen sie bevor Sie den Kontozugang erhalten. Also rufen Sie an und fragen, ob was falsch ist. Auch da wieder, ich meine, das ist ein fast zu doofes Beispiel, aber nichtsdestotrotz, wir mussten dem Kunden sagen, ihr braucht keinen Chatbot, ihr müsst einfach die Reihenfolge der Briefe, die ihr verschickt, ändern. Ein schönes Beispiel, ich nenne den Kunden, weil die das gut gemacht haben, ein anderer Kunde, die hatten ein Prozess, wobei sie gesagt haben, wir können nur so viel Telefonate im Contact Center handeln, pro Tag, pro Stunde. Und wenn wir zum Beispiel viele Leute in Ferien haben, dann sorgen wir, dass Leute nicht mehr anrufen können oder dass sie sich verlaufen im Prozess. Während Proximus sagt, Unfug, wir legen einfach fest, wir sorgen, dass wir wissen, wie können wir diesen Kunden am besten behandeln? Über optimiertes
Agent Routing oder sogar in meinem Fall, schon vor vielen Jahren haben sie festgestellt, der Mensch weiß ungefähr, wie die Technologie funktioniert. Den müssen wir also überhaupt nicht in die erste Linie schicken, wo gefragt wird, haben Sie Ihr Telefon schon mal an- und ausgeschaltet? Die legen für jeden Kunden fest, ist der technisch versiert? Wenn ja, zack, sofort in die zweite Linie. Womit ein unnötiger Interaktion gespart wird. Das spart Kosten für die Firma. Und für mich ist es toll, weil ich einfach viel besser bedient werde und ernst genommen werde. Dann sagen wir das Fokussieren. Was wollen die Kunden eigentlich? Was ist gut für die Kunden? Was priorisieren die? Und so haben wir zum Beispiel auch wieder Telco, die hatten totale Panik, weil plötzlich niemand mehr in die Stores kam. Zugleich aber totale Panik, weil im Contact Center die Leitungen rot glühend waren. Und das ist doch eigentlich eine unglaubliche Misskonzeption, dass wir wollen lieber gern den Kundenkontakt live im Store, aber wir wollen nicht den Kundenkontakt live am Telefon. Also eigentlich müssen wir sagen, freut euch doch über die Interaktion, denkt das Konzept ganz neu an, bietet einen Videochat in den Store an, dann haben wir die Mitarbeiter da, die sich immer noch einsetzen können. Und wir entlassen das Contact Center, aber ganz grundsätzlich, hey, es ist eine Interaktion. Und dazu gehört, dass wir verstehen müssen, dass auch diese digitale Interaktion im Contact Center, dass es eine Wertschöpfung ist, dass es nicht ein Kostenposten ist. Wer schon andere meiner Webinare gesehen hat, weiß, dass es auch so ein bisschen ein Steckenpferd ist für mich. Was wollen Kunden eigentlich von der Bankfiliale? Wir hatten einen Kunden, die haben gesagt, wir wollen unbedingt in unserem Bot, müssen wir als allererstes die Öffnungszeiten bekannt machen. Also der Bot, erste Funktion des Chatbots ist, Leute können abfragen, was die Öffnungszeiten sind. Was haben Sie wirklich abgefragt? Ich muss meinen Überweisungslimit ändern. In den ersten Monaten, dass dieser Bot gelaufen ist, wurde buchstäblich auf Zehntausende von Interaktionen dreimal gefragt, was die Öffnungszeiten der Filiale sind. Das ist nicht, wozu Kunden einen Bot brauchen. Oder sie dachten, das Zweite ist, sie wollen wissen, was ihr Kontostand ist. Auch da wieder null Anfragen, Kontostand. Was angefragt wurde, ist, wie kann ich meinen Dispo-Kredit zeitweilig ändern? Oder auf einem höheren strategischen Niveau. Viele Banken sind ja dabei, ihre Filialen zu schließen. Da kommt immer wieder das Argument, nein, unsere Kunden brauchen den physischen Kontakt. Aber das ist nicht wahr. Die Kunden brauchen nicht einen physischen Kontakt, sie brauchen einen persönlichen Kontakt. Und den kann man ja perfekt wiederherstellen. Und den kann man auch für nicht so digital versierte Kunden mit Ausnahmen, aber für 98% der auch nicht digital versierten Kunden kann man das, indem man das Digitalkonzept so einfach, so nutzerfreundlich macht, dass es für jeden zugänglich ist. Also es geht auch hier darum zu verstehen, was ist es wirklich, was der Kunde will. Der Kunde will nicht unbedingt zu Fuß in eine Filiale gehen. Er will oder sie will mit Herrn Meier sprechen, der sie schon seit 10 Jahren begleitet. Natürlich, dann sorgen wir, dass Herr Meier nach wie vor erreichbar ist und nicht irgendein anonymer Mitarbeiter im Contact Center. Das ist, was wichtig ist für die Kunden. Und noch ein schönes Beispiel im Automotive, das haben wir für eine Automotive-Marke ausgearbeitet. Wenn wir wirklich den Kunden gut bedienen wollen, dann müssen wir wissen, wen wir eigentlich vor uns haben. Und da geht es eben nicht darum, im klassischen Sinne, jemand kommt ins Autohaus rein, ein erfahrener Verkäufer geht auf diese Person zu, führt ein 10 Minuten Gespräch und am Ende dieser 10 Minuten weiß er oder sie, wen er vor sich hat. Aber wenn wir im Digitalkanal sind, können wir dieses Gespräch nicht führen. Wir müssen auf eine andere Art feststellen, wen haben wir vor uns und wie können wir diese Person besser bedienen. Für diesen Automotive haben wir zum Beispiel ausarbeiten können, dass wir im Endeffekt über 3 Fragen feststellen konnten, welche Persona wir vor uns haben.
Und mal ganz einfach, wir hatten eine Persona, den Autotuner, also der relativ junge Mann, dessen Auto seine große Liebe ist, den er jedes Wochenende putzt, wo er selber auch Reparaturen macht, gegenüber der Geschäftsfrau, die nicht selber am Auto rummodern will und die einfach sagt, hör zu, ich brauche ein gutes, sicheres Auto mit allem drauf und dran, gib mir das einfach. Es sind zwei verschiedene Personas, die ein Verkäufer schnell identifizieren kann. Aber wenn man im Digitalen ist, müssen wir das anders machen. Ein ganz konkretes Beispiel hierbei zum Beispiel Volkswagen, die sind sehr stolz auf ihren Konfigurator, der 2 Millionen oder vielleicht auch 4 Millionen Varianten gibt. Schon allein bei den Felgen kann ich 7 verschiedene Felgen mit jeweils wieder anderen Reifen und so weiter. Und der Tuner liebt das. Super, ich kann mir das Auto so zusammenstellen, wie ich das will. Die Geschäftsfrau sagt, Unfug, gib mir das. Ich muss aufhören, immer Unfug zu sagen. Die Geschäftsfrau sagt, ich will das Auto mit allem drauf und dran, was hier fertig steht für mich. Das sollte mir anbieten. Verwirrt mich nicht. Ärgert mich nicht mit 2 Millionen Varianten. Und so kommen wir halt auf den Punkt, wir müssen immer wieder zuhören. Wenn wir mit Digitalisierungsinitiativen anfangen, vorher mit den Kunden und mit den Mitarbeitern reden, während immer wieder nachfragen, checken, haben wir wirklich richtig verstanden, was wichtig ist für die Kunden? Haben wir die richtigen Use Cases? Fragen an die Mitarbeiter. Hey Mitarbeiter, was hört ihr denn von den Kunden? Denn auch wenn wir eine Menge über Chatbot leiten oder über den Bot, haben zugleich die Agenten, reden ja immer noch mit den Kunden. Und da wird immer mal wieder rauskommen, dieser Bot hat mich ja völlig verwirrt oder so. Also immer reinhören, na, wo sind, na. Und so können wir zum Beispiel auf eine tolle Customer Journey kommen. Beispiel hier B2B. Wenn wir verstehen, dass am Anfang der Journey der Kunde regelmäßig relevante Informationen erhalten will, nicht einfach einen standardisierten Newsletter. Dann können wir die Technologie einsetzen, um einerseits zu verstehen, was für ihn relevant ist, und andererseits ein Content Matching zu machen. Wenn wir wissen, dass er gerne ab und zu mal in die Produktdetails eintauchen will, die nicht auf der Website stehen, aber das gerne nachts macht, dann können wir ihm das über den Chatbot zur Verfügung stellen. Oder er hat schon eine Bestellung abgegeben und will nur eine kleine Änderung machen. Und das fällt ihm vielleicht auch nachts ein. Geht ja auch über den Chatbot. Aber ab und zu will er auch mal einen Kaffee trinken mit ihm. Wunderbar, dann machen wir das. Und wenn er ein Problem hat, möchte er das gerne im Videochat zeigen. Oder er möchte im Chatbot abfragen, wann die Lieferung kommt. Alles halt eingestellt, auf was ist wichtig und relevant für den Kunden und dann die Technologie darauf anpassen. Ein Produktabo. Vielleicht kann das ja über WhatsApp klar gemacht werden. Und dann können wir am Ende fragen, können Sie jetzt vielleicht mal eine nette kleine 30-Sekunden-Videoempfehlung für uns aufnehmen? Und so kann eine ideale digitale Journey aussehen, mit immer noch dem menschlichen Kontakt drin, zum richtigen Zeitpunkt. Also zusammengefasst nochmal, es geht darum, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck ist, sondern wir müssen mit den Kunden und Mitarbeitern reden, um zu finden, was ist richtig. Also was müssen wir digitalisieren und wie digitalisieren wir es richtig? Und was bringt das? Das senkt die Kosten der Umsetzung und es steigert die Kundenerträge, auch weil wir das halt machen können, ohne die Kunden zu verlieren. Und zugleich ist es auch, das ist vielleicht, habe ich etwas unterbeleuchtet, eine Risikominimierung. Weil wenn wir immer in diesen neuen Kanälen, die auch die Möglichkeit geben, diese schnellen und direkten Feedback-Zyklen einzuführen, hilft uns auch, das Projektrisiko zu reduzieren. Und so können wir am Ende mehr Umsatz und Profit machen durch kundenzentrierte Digitalisierung. So, etwas länger geredet als geplant, aber da sind wir. Rein.